Willkommen zurück bei Fahr dein Zahn, Play for Fun. Und heute endlich die Runde nach Feierabend. So. Erstmal den Hund streicheln. Für alle, die neu sind, bitte abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Dann wollen wir mal schauen, was liegt heute an. Aha, Distanz gelaufen. Elche gehäutet. Nichtschwercharaktere. Unbemerkt getötet, okay. Chef den Valentine besucht. Lager verteidigt. Skatkraut gesammelt. Oh, Ripumbeeren muss ich sowieso sammeln. Mein ungeliebter Kopfgeldjäger. Gesuchte Person lebendig fotografiert. Okay, Kopfgeldjagden innerhalb einer Stunde Echtzeit abgeschlossen. Und mehr als eine Person gleichzeitig. Was? Mehr als eine gesuchte Person auf einmal abgeliefert? Dreimal? Ah, nee, Kinder. So, Händler. 20 Kadaver in 10 Minuten, kleine Tierkadaver, das ist ja quasi all in hier. Und was futtern? Sammlerstücke finden, Tarotkarten finden, Vogel. Ah, eine Spezialsorte hergestellt, Schwarzbrenner Saloon, okay, getanzt und 18 Pullen abgeliefert. Betäubte Tiere geweckt und Zähigkeitstonika, ihr dann. Machen wir erstmal. Was mache ich denn jetzt? Was kann ich denn verbinden? Ja, dann ziehen wir das Lager um und reiten da oben hin. Ja, das machen wir auch. Ich zeige euch das. Also, das Lager ist sowieso an der falschen Stelle gefühlt. Ich hätte es lieber hier. Irgendwo. Und hier gibt es ja manchmal einen Elch und Rebhuhnbären gibt es jetzt auf dem Weg dahin. Das versuchen wir mal zuerst. Wir machen sowieso mehrere Teile. Kommen wir ja direkt von der Arbeit. Eigentlich müsste ich eine Tour fahren, ne? Das mache ich aber nicht von hier, das kann ich euch sagen. Also ich komme direkt von der Arbeit und dachte, ich mache euch erstmal schon mal ein Video fertig. Ich habe mal wieder keine Moon abgeholt, ne? Das mit der Munition habe ich nie mal so, ne? Wachsen nicht auch hier vorne irgendwo Rebhuhnbeeren? Irgendwo so hier so? Müssen wir sowieso ein bisschen... Oh! Wenn man absteigen will und das Pferd sich erschreckt, dann wird's nix. So, okay, da haben wir genug von. Was haben wir denn hier? Da haben wir doch schon eine. Und noch eine. Ja, da haben wir ja schon mal zwei. Das ist doch super. Aber ich glaube, sonst wachsen die hier auch nicht. Mein Pferd hat sich komplett aus dem Staub gemacht, ne? Ja, wir werden hier einfach entspannt ein bisschen rumreiten. Erstmal gucken. Ja, mal die Splittermunition hier. Ob wir zufällig einen Elch finden. Oh, Lager verteidigen. Da ist es doch schon. Ja, das machen wir. Ich lege die alle um hier. Zack. Ja, bleibt mal locker, Jungs. Vielleicht haben die auch noch ein paar Tarotkarten für uns dabei.
So. Haben wir ja hier schon mal Reisende beschützt, ne? Direkt Action hier. Unglaublich. So. Lager verteidigt. Das ist das, was wir wollten. Und jetzt looten wir die mal eben in aller Ruhe. Und hoffen mal, dass sie ein paar Sammlerstücke dabei haben, die Kollegen. Oh, habe ich schon über einen drüber gelatscht hier. So richtig ergiebig ist das ja hier nicht. Aha. Und das nehmen wir auch noch mit hier. Sag mal. So, da haben wir nämlich schon mal ein Sammlerstück. Aber ich glaube, das ist jetzt die falsche Uhrzeit, ne, für Elche, oder? Ja. Dann checken wir erst hier die Hütte. Aber hier sieht's mau aus. Ja, wenigstens die Arznei können wir mitnehmen. Ja. Dann verlegen wir mal eben das Lager. Egal wohin. Wir reiten jetzt da hinten zu dieser Hütte auf den Stelzen, eben hier checken. Aber hier ist kein Elch zu sehen. Dann eben zur Stelzenhütte. Da gibt es auch Rebhuhnbeeren. Kann ich mir mal nie genau merken, wo das ist. Aber mein Gott. Oh, hier wächst doch jede Menge Zeug. Aha. Und dann haben wir hier schon mal 4 Stück insgesamt. 5 sollen es werden. Dann werden wir im zweiten Teil an gleicher Stelle, gleiche Welle, denke ich, uns einfach nochmal die Rebhuhnbeeren holen. Oder wachsen hier hinten auch irgendwo welche? Boah, das kann sich doch keiner merken, oder? So, was haben wir hier? Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Oh, was haben wir hier? Aha! Ja, aber ist doch schon fertig hier. Oh, 0,15. Ja, das lohnt ja mal richtig. Oh, hier tickt's. Ich hoffe, es ist, jawohl. Dann haben wir hier heute eine Münze. Dann ziehen wir mal eben das Lager hier wieder hin. Ich hoffe, es ist jetzt auch näher dran. Da ist es. Ihr habt es gesehen. Hier ist es. Dann ist das gleich mit dem Wegbringen der Ware und dem Geldverdienen auch einfacher. Hier ist heute nichts. Auch nichts. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir erstmal eine Ladung weg. Sonst können wir nachher gar nicht genug spenden. Da
Schwarzgebrannte ist auch fertig. Aber jetzt holen wir erstmal Munition ab. Wo habe ich denn so viel Munition verballert? So, und da seht ihr es, wir könnten gar nicht, wenn wir Pech haben, so viel auf einmal spenden. Dann erstmal Ware wegbringen. Das klingt immer gut, ne? Immer Zeit, Geld zu machen, finde ich gut. Ja, das klingt gut. Easy klingt gut. Oh. Und schon wird's Wetter schlecht. 8 Grad Regen. Ja, vielleicht frieren wir ja gleich. Nehmen wir nochmal die Maske ab. Und vielleicht haben wir Glück und er friert gleich. Dann können wir das Zähigkeitstonikum auch noch nehmen. Aber jetzt wird erstmal Geld verdient. Achso, dann könnten wir mal hier auf Expressmunition wechseln. Mal zügig Lack machen hier. Es ist und bleibt meine Lieblingsgegend. Und ist ja alles Gott sei Dank nicht so weit weg. Hab ich den Hasen jetzt erwischt? Das ist auch manchmal sind die aber auch so dämlich, ne? Laufen die am jedes Mal hier vor den Wagen. Super. Da kommt der Zug. Ihr hört ihn schon. Also ich höre ihn schon. Dann kürzen wir hier ab. Die Ballerei geht auch schon los. Stellen wir uns da nicht an dem Übergang an. So. Will aber auch, ne? Sind die Jungs. Oh, da kommen sie. Jede Menge. Oh, gleich haben sie mich. Jetzt haben sie mich. Ich habe nie aufgepasst. Ja, ja, bleibt ruhig. Ich kriege euch noch. Das ist, wenn man so unkontrolliert hier einfach auf hau ruck. Wieso will der den denn hier nicht anfallen? Was? So. Dann. Oh, mal ran hier. Dann hilft, ne?
nehmen wir erst die hier. Wieso will er den nicht plündern? So. Leuchtet hier sonst noch einer? Nein, nein, nein. Aha. Ja gut, das war ja schon mal besser als nix. Da hinten ist noch einer. So. Dann eben zurück zum Lager. Gleich müsste ihm eigentlich was ausgehen, dass wir wieder Vorräte bestellen müssen. Wir eben hier auf dem Rückweg die üblichen Stellen abreiten. Schauen, ob hier ein Elch gespawnt ist. Nein. Ja, dann. Oh. Hier ist ein Versteck, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Eben. Ja, gleich müsste es soweit sein. Dann düsen wir mal eben in die kalte Ecke. Bevor wir da eben die den Schwarzgebrannten wegbringen. So, nehmen wir noch das Hütchen runter. Ich hoffe, dann friert er schneller. Dann gucken wir uns wie immer hier noch in der Gegend um. Hier scheint heute aber nichts zu sein. Ah, da seht ihr es nämlich, Produktion eingestellt, ne? Versorgung erforderlich. Das wollte ich eben noch erledigen. Bevor wir den Schwarzgebrannten wegfahren. Wieso? Ah, wollte ich ja sagen, friert er nicht. So, dann checken wir das eben. Gelaufen, das macht man nebenbei. Geschäft in Valentine, das machen wir auch noch. Kopfgeldjäger machen wir bestimmt nicht. Da ist es, um das erledigen zu können. Da brauchen wir ein bisschen Luft. Da Hukaten, ja, ja, das kriegen wir alles noch. Und Schwarzgebrannter fahren wir jetzt gleich weg. Ah, 24 Stunden Kantier getötet. Könnte fast klappen, was? Wir treten mal eben die Heimreise an.
Auch wenn es von hier aus 2 $ kostet. Dafür reite ich jetzt nicht erst noch durch die Gegend. Und jetzt bestellen wir den Spaß. Denn wenn wir dann da wieder irgendwelche Wölfe töten müssen, das gibt ja nur Theater. Ich glaube, wenn mir jetzt der Elch da hinten begegnet wäre, dann hätte ich es trotzdem gemacht. Und mal gucken, können wir was Gescheites kochen? Nee. Nehmen wir das. Und hauen uns den auch noch eben rein. Dann bringen wir den mal weg. Nicht ausruhen. Ach, Kinas, die Schwarzbrennerei ist weg. Da ist sie. Nix wie rein. We have a batch ready to go. Das klingt gut. Hello, Z. Und für 412 Dollar? Faites attention. Da kann man das mal machen, oder? The new batch is prepared, and these buyers are worth impressing, yes? I have done my part, now you must do yours. I have prepared something superior. Ja, ich bin gespannt. That will bring them crawling back for more. And now, you must let nothing stand in your way, not even the revenue men. So, on your way. Mann, Mann, Mann. Bon route. Also, wieder Kinokamera an. Auf geht's. Wir wollen ja nichts kaputt fahren, ne? Hier übernehme meinem selbst. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da ist es. Da wird der Wagen einmal durchgeschüttelt. Und jetzt hoffen, dass einem kein Hase oder so vor den Wagen springt. Hier kann man einfach abkürzen. Dann spart man sich nämlich da hinten die Kontrolle. Und hier nur ein bisschen vorsichtig fahren. Darauf vorbereitet sein, dass die Steuerbeamten einen hier trotzdem finden.
Da höre ich doch schon Wölfe. Aber auf dem Wagen kann uns das egal sein. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Weil meist tauchen ab jetzt die Steuerbeamten auf. Aber ich scheine Glück zu haben. Und schon haben wir die Kohle verdient hier. Höre ich da eine Tarotkarte? Ja. Da ist sie. Perfekt. Sache erledigt. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Bevor wir die Heimreise antreten, beziehungsweise die Reise. Irgendwas ist hier? Bevor wir die Reise antreten. Zur Schwarzbrennerei, um die nächste Ladung anzuwerfen. So, da ist es. Mal eben hier bei Naturkundler. Ach, das dauert ja noch ewig. Ja, das wird nichts. Kann ich vielleicht heute Abend noch nachholen, irgendwie. Ohne Aufzeichnung. Warte mal eben hier noch die üblichen Stellen ab. Hab ich da gerade. Jawohl. Da ist eine Schnapsflasche. Also hier, 24 Stunden kein Tier getötet. Boah, ich kann nachher die Aufnahme beenden, dann lasse ich es einfach weiterlaufen. Dann wisst ihr ja, ist quasi halb geschummelt, ne? So, Schwarzbrennerei. Eben die Ladung anwerfen. Hi. Wie lange nehmen wir jetzt auf? Ich guck mal eben kurz. Ja, 30 Minuten. Ich denke, das ist dann auch in Ordnung. Und dann machen wir den Rest. Auf jeden Fall. Den Rest im zweiten Teil. Ich lasse das einfach durchlaufen. Und esse dann in der Zeit. Ach komm, das machen wir mal hier. Selbst. Auch noch mitnehmen hier. Und dann treten wir mal die Heimreise an. Und da sehen wir es. Hab ich doch bestellt. Ist noch nicht eingetroffen, oder was?
Ja, die Vorräte treffen bald ein. Ah, okay. Gut, ja dann. Checken wir das nochmal eben. Ja, Elche häuten geht ja nicht. Ich gucke auch am besten gar nicht, ob da hinten einer steht, ne? Das ärgere ich mich ja nachher. Also, das hier werden wir gleich noch erledigen. Dafür brauchen wir einfach nur ein bisschen Platz. Die drei Sachen erledigen wir auch noch. Sind dann schon sechs. Hoffentlich habe ich jetzt die richtige Sorte angeschmissen. Ja, das schaffen wir ja alles locker. Da können wir uns ja nachher was aussuchen. Dann machen wir erstmal Schluss. Wie gesagt, ich lasse einfach weiterlaufen. Dann haben wir das eine nachher erledigt. Da kann man ja nicht drauf warten. Und dann machen wir im zweiten Teil weiter. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da. Und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. My Father and Son, play for fun.